So, diese Episode wird euch präsentiert von unserem Partner IKA Multimedia. Der italienische Hersteller bietet mit dem Audio-Interface XIO, das speziell für Gitarristen konzipiert wurde, der Amp-Simulation, Amplitube und diversen DI-Boxen, alles, was man zum E-Gitarren-Recording zu Hause am Rechner braucht. Und im Dezember erscheint dann tatsächlich auch schon Amplitube 5 und kann bereits in der Standardversion ab 99,99 Euro vorbestellt werden. Alle Infos findet ihr unter www.ikamultimedia.com und den Link haue ich auch euch nochmal in die Shownotes. Klaus, für mich ist IKA Multimedia so ein bisschen wie so ein Schweizer Taschenmesser, ne? Ja, ich meine, die sind früher, ich glaube, waren sie als erste mit T-Rex unterwegs oder war Sample Tank davor? Also eins von beiden. Aber du hast halt diesen einen Bereich des großen Mastering-Tools, dann hast du mit Sample Tank halt den großen Sampler beziehungsweise Rompler, wie man es damals noch genannt hat, und natürlich dann Amplitube als Gitarrenschiene. Und dann ist ja im Laufe der Zeit immer mehr dazu gekommen. Dann kam die Hardware-Schiene dazu, ne? Tools für alles Mögliche. Und deshalb passt mittlerweile auch der Name, weil früher so IKA Multimedia, das klang eher so ein bisschen wie Data Backer, fand ich. Aber jetzt passt es, weil es halt alles abdeckt. Ne? Ja, absolut. Ja, wir haben ja auch viele Gadgets. Wir haben ja hier unser Ringlicht zum Beispiel von IKA Multimedia. Die haben so viele kleine Gadgets, würde ich sagen, die den Alltag auch an vielen Stellen vereinfachen, ne? Wir haben auch Speaker und so, aber naja, jetzt, worauf wir nochmal hinweisen wollen, ist, ab heute steht die Registrierung zur Studioszene, unserem Live-Event, beziehungsweise virtuellen Live-Event am 11. und 12. Dezember, was unter www.studioszene.de stattfindet. Also ihr könnt euch vorab schon kostenlos für die Workshops mit Silvia Messi, Michael Brauer, Henning Verlage, Wolfgang Stach. Und seit gestern ist auch Gregor Schwellenbach bestätigt, worüber ich mich auch sehr, sehr freue. Der Hinweis auch nochmal, die ersten 25 Teilnehmer erhalten das Buch von Hans-Martin Buff, Musikproduktion in 3D-Audio für Kopfhörer, gratis dazu. Und alle bekommen tatsächlich ein Sound and Recording Mini-Abo in digitaler Form. Das heißt, alle bekommen drei digitale Ausgaben von Sound Recording. Was sagst du dazu? Nice. Also wenn ich sie nicht schon hätte, würde ich sie haben wollen. Genau. Also alle Infos zum Event und der Registrierung findet ihr unter www.studioszene.de und auch in den Shownotes. Würde ich sagen, gehen wir los. Machen wir das. Sound Recording Wochenrückblick, Ausgabe 49. Nur noch eine Ausgabe bis zum Jubiläum. Ja, bis hallo an alle Hörer. Dürfen. Genau, machen wir dann nächste Woche. Wir haben ja immer noch kein Konzept, aber das überlegen wir uns jetzt in der nächsten Woche. Ja, hallo an alle Hörer und Hörerinnen da draußen an euren digitalen Endgeräten. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beetz. Und ich mit meinem Lieblingschefredakteur Marc Bohn. Und heute zu Gast ist Alexander Krull, Inhaber der Master Sound Studios und Sänger von Atrocity und auch Leaves Eyes, die ihr auch beide produziert. Morgen. Morgen, Alex. Schön, dass du dabei bist. Ah ja, ich freue mich. Ja, so zur frühen Stunde, dass man was macht. Ja, das ist so, im Rock'n'Roll ist aber manchmal anderes gewohnt. Kann ich mir gut vorstellen. Nicht so deine Zeit, meinst du? Nein, aber wir arbeiten auch mal so nachts und Geschöpfe der Nacht, ja. Ja. Okay, du erzählst uns heute, wie man den übelsten Metal-Sound hinbekommt, ja? Übelsten, okay. Ja, also, ich bin ganz Ohr, ihr stellt die Fragen, ich schaue mal, was ich dazu sagen kann. Genau, das Thema ist heute E-Gitarren-Recording für Metal-Produktion und wenn ihr da draußen, die gerade live zuschaut, Fragen an Alex zu diesem Thema habt, dann könnt ihr die natürlich auch gerne wieder in die Kommentare stellen und Alex wird sie dann im Livestream für euch beantworten. Aber Alex, das habe ich ja schon ein bisschen was gesagt, wo du so unterwegs bist. Erklär doch mal, wie die Leidenschaft zum Metal entstand bei dir. Boah, das ist tatsächlich eine Story, sehr, sehr früh angefangen. Da gab es den Begriff Heavy Metal in dem Sinne eigentlich noch gar nicht. Ich glaube, war so 6 Lenze alt oder sowas. Da haben sich die Purple, glaube ich, aufgelöst. Und dann kam natürlich was im Radio. Smoke on the Water und so ein kleiner Alex Krull hat sich das angehört und hat da gemerkt, das hat einen Draht dazu. Und so ging das weiter. Als ich so Anfang der 80er Jahre so
Heavy Metal oder the New Wave of British Heavy Metal etabliert hat mit Bands wie Maiden, Priest und diese ganze stetige Entwicklung habe ich das natürlich mitgemacht. Und natürlich, jetzt wenn man an Heavy Metal Gitarren denkt, dann gibt es da schon so Koryphäen wie Richie Blackmore, Tony Iommi und so weiter, die halt diesen Sound auch mit etabliert haben. Ja, und leider Gottes Van Halen, Eddie Van Halen ist gestorben kürzlich. Ja. Das sind so, da gibt es schon einige. Und das ist auch so für den Begriff Heavy Metal natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, sind die Leute selber, die das auch spielen. Also die Gitarristen, weil natürlich Stromgitarren haben eine ganz, ganz große Bedeutung in der Art von Musik. Sie machen den Sound aus. Ja, Angus Young zum Beispiel, AC/DC bringt eine neue Platte raus und es klingt immer noch frisch, knackig und so weiter. Und es hat auch immer mit den Leuten zu tun. Ich weiß, jetzt sind hier alle Soundtüftler, aber so ganz prinzipiell auch die Leidenschaft für mich, für die Art von Musik und auch den Metal Lifestyle hat auch ein bisschen was mit der Einstellung zu tun, mit Persönlichkeit, Charisma und all dem Ganzen. Und das entflammt dann halt auch noch viel mehr als die Musik alleine. Ja, also so Heavy Metal ist auch eine Metal Family global. Viele Bands kennen sich. Es gibt so große Festivals, klar, wie Wacken, wo dann wirklich Leute aus der ganzen Welt zusammenkommen, aber auch viele andere und auch in anderen Ländern. Und wir haben jetzt zum Beispiel in 50 Ländern auf 5 Kontinenten gespielt, ja, als deutsche Band oder deutsche Bands, ja, jetzt mal in Mehrzahl. Und ja, also da hat man dann schon so die Leidenschaft mit dem, ja, verbunden, was man jetzt auch beruflich macht. Und natürlich auch ein Studio wie das Master Sound Studio hier, wo ich auch andere Bands produziere, also nicht nur die eigenen. Ja. Ja. Genau, und es ist auch richtig cool, dass du dir heute Zeit genommen hast, trotz eurer Promotour, also der Corona-konformen Promotour. Ihr habt nämlich auch gerade ein neues Album rausgebracht. Erzähl doch mal. Ja, The Last Viking heißt die Platte. War alles ganz anders gedacht. Ja, von Leaves Eyes, das neueste Werk, sogar mit einer Filmdoku als Bonus bei der Premium Edition. Hatten eigentlich auf dem Summerpreis vor 40.000 Leuten unser Album zu präsentieren, Release-Show zu machen. Das wurde dann schon mal verschoben. Und jetzt wurde es dann halt der Herbst, kam vor ein paar Wochen raus. Im Prinzip muss ich sagen, trotz aller Widrigkeiten ist was Schönes, was Positives, Musik zu machen. Wir waren auch im Studio-Lockdown, also am Anfang vom Jahr. Unser Drummer, der aus Holland kommt, hat eine Schweizer Freundin, kam gerade noch über die Grenze, 1,5 Stunden später. War Travel Ban. Unsere Sängerin Elena ist ja Finnin, hat in London gewohnt, wohnt jetzt in Deutschland, kam dann auch noch hierher. Die musste auch aus München 4-5 Stunden nachher anreisen und dann waren wir, ich weiß nicht, nee, sie kam aus Regensburg, sorry, aber trotzdem lange anreisen und es war auch nicht ganz klar, ob das alles noch reibungslos funktioniert, weil er dann einfach rum war und wir waren dann 5-6 Wochen im Studio-Lockdown. Das Gute war, wir konnten die Platte fertig machen. Wir kamen gerade quasi von einer Heavy-Metal-Kreuzfahrt in der Karibik im Januar zurück. Ja, so hat es ja angefangen, ja, voll krass. Das kann ja nicht besser werden, ja, 70.000 Tons of Metal. Wo dann, ich habe dann den All-Star-Jam an Bord auch moderiert mit Michael Schenker. Auch eine Koryphäe in Sachen Heavy Metal Gitarren. Und dann kommst du zurück und denkst, jetzt machst du die Platte fertig. Ja, und dann kam halt so der Corona um die Ecke. Und das war eine ganz neue Situation. Für die Live-Branche ist es natürlich ganz schlimm. Unsere Shows, Touren, alles verschoben. Unsere Europa-Tour jetzt um ein Jahr. Die ist jetzt 2021 im Herbst anberaumt und Nordamerika zum Beispiel erst 2022, also USA, Kanada und sowas. Mexiko hatten wir auch ursprünglich noch auf März angesetzt. Das wird wohl nichts. Ja, Russland wäre das nächste offizielle im Juni. Da hoffen wir, dass es vielleicht gehen könnte. Aber ich sag mal, man muss ja positiv denken. Ein bisschen Licht am Ende des Tunnels kommt ja jetzt auch durch die Impfungen und
ja, ich weiß, das ist alles sehr umstritten, kontrovers diskutiert, aber ich vermute mal, dass es so auf das hinauslaufen wird, dass halt in der Hinsicht dann viel passieren wird, auch im Live-Sektor, dass die Leute halt dann bei Ticketmaster USA, habe ich schon gehört, nur mit Impfungen Tickets kriegen und so. Ach, ja, also okay. Es ist ein großer Umbruch. Und für Studio und Band und Labels auch, alles Streaming, alles online, wir auch, ja. aber das ist natürlich jetzt für alle einschneiden natürlich und auch für die ganze Branche, die Crew-Leute, ja, wir konnten noch eine Platte machen, aber viele Crew-Leute, Freunde von mir, die das ganze Jahr auf Tour sind, können einfach nicht arbeiten. Ja. Und auch die Clubs können nicht aufmachen und so weiter. Ja, lass uns mal zur Produktion der Platte kurz kommen. Ja, klar. Du hast sie bei dir im Studio, im Master Sound Studio produziert und auch aufgenommen. Ja. Und das Master Sound Studio betreibst du schon seit 20 Jahren, glaube ich, ja? Ja, sogar noch ein bisschen länger. Ich habe früher auch in Fremdstudios produziert. Ich war dann mal 6-7 Jahre lang bei einer Plattenfirma. Ich arbeite immer noch für Plattenfirmen auch noch mit, so als A&R Talent Scout. Guck immer, gibt es eine heiße Band. Das habe ich schon für einige Labels gemacht. Und hatte damals dann, wie gesagt, in den 90er Jahren meine erste Platte 91 produziert in einem Fremdstudio, Band aus Holland, Sinister, Cross the Sticks, Death Metal Album und viele andere Sachen gemacht in der Zwischenzeit natürlich und hatte dann angefangen beim Label, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe, auch In-House-Sachen zu machen und auch Masterings und so Sachen. Aber das war dann in dem Sinne so ein großes Studio auch gemacht. Wir waren eine Zeit lang in Stuttgart und haben da auch 6 Jahre, glaube ich, Bands produziert. Und jetzt bin ich hier, es ist immer noch Stuttgarter Ecke. Das ist es aber bei mir draußen in schöne Umgebung, schöne Landschaft. Also kann man gut sich dann auf die Musik konzentrieren und abschalten. Sehr gut. Sehr cool. Ja, dann lass uns doch mal ins Thema einsteigen. Also ich finde, E-Gitarren Recording für Metal-Produktion ist, ich sag mal so, der heilige Gral, würde ich schon fast sagen, unter Gitarren Recordings, ne? Weil da wird natürlich auch viel mit High-Gain rumgespielt, ja, viel soliert, richtig krasse Metal-Sound, übelste Metal-Sounds habe ich jetzt hier so mit so richtig Metal-Brettern. Lass uns doch mal beim Amp einfach anfangen. Wie gehst du da ran und welche Auswahl hast du da? Und ja, ich würde da sogar noch mal ganz kurz einen Schritt rückwärts machen. Ganz kurz, bevor wir zum Amp kommen, weil das Instrument selber auch extrem wichtig ist. Schon allein die Holzbeschaffenheit, der Tonabnehmer und all diese Sachen. Nur mal so vorne weggeschickt. Also, das sind Menschen, ja, keine Maschinen. Die sollen auch nicht immer gleich klingen, sondern jeder Gitarrist hat auch seinen Ton. Das heißt auch, der eine Gitarrist, der steht auf den Amp und der andere steht auf den anderen. Also Brett ist nicht gleich Brett oder auch die Art des Spielens unterscheidet sich doch schon ziemlich. Also auch von Gitarristenseite. Und zum Beispiel haben wir bei uns so EMG 81 Tonabnehmer verbaut in ESP-Gitarren. Da gab es eine. Das war wirklich der heilige Gral, die wurde sogar verchromt in England. Ja, und die haben wir dann dummerweise live auch mal nach Moskau mitgenommen. Die klang wie keine andere Gitarre. Ja, bei jedem Amp klang die super. Was ist passiert? Übergewicht muss man einchecken und schwupp war die Gitarre dann weg, als wir in Deutschland angekommen sind. Nie wieder gesehen, das Teil. Eine Legende. Ja, also da fängt schon mal an. Und bei den Amps ist so, ich sag mal, da schwören natürlich die Leute auf verschiedene Arten von Amps. Das gängige Ding, und wir haben auch einen hier, so Mesa Boogie Dual Rectifier, das ist so eine Waffe, eine Allzweckwaffe, die deckt auch schön viel Frequenzen ab. Die macht auch diesen Brett-Sound. Und was das Schöne ist, dass auch beim Spielen auch noch so die, wenn man es nicht komplett overraised mit dem Gain, man auch die Dynamik noch drin hat.
Ja, man muss auch sehr gut spielen können. Ja, auch nicht jeder Shredder oder Solo-Gitarrist ist auch gleichzeitig ein guter Rhythmus-Gitarrist. Da gibt's Bands, da kommt, sag ich mal, die Gitarren-Diva nur zum Solo einspielen und Rhythmus-Gitarrist ist halt da in dem Segment der Bessere. Also das ist so auch eine Philosophie. Was wir auch haben, wir haben verschiedene Marshalls, auch verschiedene Rental-Amps haben wir auch. Also der Treasure zum Beispiel ist auch ein richtig geiler Amp. Wir nehmen auch mit einer Isolation-Box von Rental auf, die sehr praktisch ist, weil man im Raum aufnehmen kann. Man hat dann jetzt halt nur einen Speaker und ein bisschen eingeschränkt von der Mikrofonierung. Aber das ist wirklich, also wenn man das so gerne machen will, ist es sehr allzweckmäßig, dass man... wo du willst, kannst du das Ding hinstellen und damit spielen. Für Leute, die jetzt vielleicht sowas mal im Kopf haben, ob das möglich ist, ohne dass dann gleich, keine Ahnung, der Nachbar vom Stuhl fällt. Das ist eine coole Idee. So Treasure Amp habe ich gesagt. Wir haben auch einen Soldano, so einen alten Super Lead Overdrive. Mit dem haben wir früher auch ganz viele Sachen aufgenommen. Und jetzt ist genau der Punkt, der klingt dann sehr scharf im Vergleich zum Mesa, der mehr so ein bisschen Wärme und so weiter hat. Aber wenn man jetzt so eine richtig kalte, segende Gitarre will, ist der ganz gut. Was wir auch oft schon gemacht haben, je nach Bandstil, es gibt ja in dem Heavy Metal ganz viele Bereiche, ich sag mal von Speed, Thrash, Black, Death. Und jeder hat so ein bisschen seine Vorlieben. Und zum Beispiel bei so Black Metal, die halt gern so nordische Kälte vielleicht in der Musik integrieren und dann auch irgendwie andere Sachen spielen, teils sehr melodische, harte Riffs, aber jetzt nicht so tief. Jetzt wenn, sag ich mal, eine Black Metal Band eine harte Nummer spielt, möchten die halt auch gern dieses kalte, drahtige haben. Da habe ich es oft auch schon gemacht, zum Beispiel bei einer Band wie Belphegor, die sehr etabliert ist in dem Segment. Die haben damals hier aufgenommen, da habe ich ein Digitech 2001 Vorstufe davor gemacht, und zwar die alte Version. Ja, krass. Die neue klang nicht besser. Ja, nicht immer alles neu ist besser. Und die in Kombination mit einer Röhre und dann aber jetzt auch keine Pedals mehr, brauchst du alles dann nicht. Ist oft auch so, dass man ein Tube Scream oder sowas dann gar nicht mehr vorschalten muss. Wenn man auch mit dem Mesa kannst du auch einfach pur aufnehmen, wenn du dem entsprechend einstellst. Damit halt, das ist so der... auch der Punkt, wo sich manchmal die Dinge unterscheiden. Ein richtig guter Gitarrist, der will seinen Ton hören, der braucht jetzt nicht die komplette Verzerrung und es klingt trotzdem fett und brutal, weil er einen geilen Anschlag hat. Die Anschlagstechnik sehe ich zum Beispiel bei diesen auch Staccato-Rhythmus-Gitarren und so weiter, als manchmal wichtiger, als wenn man jetzt einfach All-Man-Play-on-Ten alles aufdreht und du hast dann quasi so einen undynamischen, ja, oder so Gitarrenwand, die sich dann aber auch ziemlich schnell abnutzt. Ja, du willst ja lebendiges Instrument, auch lebendige Elemente drin haben. Und es ist der Gitarrenspieler tatsächlich mit seinem Instrument. Und das ist ganz wichtig. Auch mit den Mikrofonen, ja, da gibt es auch natürlich, nimmt man, ein SM57 oder nimmt man doch einen Kondenser. Ich habe mich irgendwann mal dafür entschieden, nachdem ich auch von Shure irgendwelche KSM 32, 44 mal versucht hatte, habe ich so Groove Tubes ausgepackt, so AM52, musste ich selber nochmal gucken, weil es schon so lang bei mir da drin hängt. Und das macht richtig Laune. Das ist jetzt nicht das allerfiligranste, beste, so wie hier das Neumann. Aber das hat so in dem Soundbereich genau das, was mir gut gefällt. Weil oft hast du so, ja, in den hohen Mitten und in den Höhen ätzende Frequenzen, die du nicht haben möchtest. Du möchtest schon die aggressive Gitarre haben, aber nicht Sachen drin haben vom Sound, die irgendwie dann so fast wie ein Störgeräusch empfunden werden können. Weil es addiert sich halt auch mit Naturschlagzeug, mit dem Becken,
oder auch mit dem Gesang, das streut überall ein. Also eine Gitarre ist vom Spektrum halt wirklich, und deswegen, wir haben mit Leaves Eyes auch Orchester, Naturinstrumente, Chöre, ganz ja. viele andere Elemente noch dabei, vom Stil der Musik. Da kannst du jetzt nicht einfach eine Gitarre drüber flatschen, dann hörst du nachher nichts mehr gescheit raus. Und es ist für mich irre wichtig, dass der Rest dann von der Band oder von dem musikalischen Spektrum noch hörbar ist. Ja. Lass uns noch mal kurz zu den Amp-Settings eingehen, kommen. Hm? Wie siehst du die Balance zwischen High Gain oder Gain und Clean? Also wenn du jetzt praktisch so eine sägende Gitarre, wie du sie eben bei ja. dem Soldano jetzt beispielsweise angesprochen hast, wie würdest du den einstellen? Weil ich glaube, High Gain ist ja nicht gleich High Gain, und wenn die sägen muss, dann heißt es ja nicht, this one goes to 11. Ne? Genau. Also du kannst den Gain ja immer auch noch einstellen. Es ist tatsächlich auch ein Empfinden des Spielers selber. Also High Gain nimmt man natürlich auf, klar. Aber die Sache ist, zum Beispiel unser Gitarrist Torso, der mag es gar nicht unbedingt immer, dass es ganz so auf Anschlag ist. Vor allem bei Gitarrendopplungen ist das ein Problem. Wenn genau, du, sag ich mal, alles mit ja volle Kanne Gain aufnimmst, hast du auch dieses Bratzeln am Ende, was ich auch vorher gemeint habe, auch also das nimmst du als unangenehm wahr. Das ist wie bei so einem Kuchen, wo du zu viel Zucker reindonnerst, da hast du ein Bissen und dann denkst du, oh, ey, das ist einfach too much. Und so stelle ich mir auch einen Sound vor, ja, also ein Sound muss wie ein gutes Gericht sein. Hier ein bisschen Gewürz, ja. da ein bisschen was und gut ausgewogen. Also auch, ich weiß, dass Gitarristen zum Beispiel jetzt mit PDMs und so weiter, ja, Arbeit oder Engel, alles kein Thema, und da auch gern aufreißen. Hatte ich hier auch, ich glaube auch mal mit Totenmond aufgenommen, die haben auch einen sehr speziellen, mega geilen, fetten Gitarrensound. Ich glaube, der benutzt auch nur die tiefen Saiten. Ja, das ist dann auch wieder was anderes, und es passt auch zum Stil, wenn da quasi wie so eine Dampfwalze kommt und dich einfach platt macht. Ja, das ist schon ja. auch die Art der Musik, wenn du was Filigranes, Schnelleres hast mit vielen Noten, da musst du dann wieder aufpassen. Ja, aber ich sag mal so, es gibt auch Gitarristen, die, da möchte ich jetzt niemand zu nahe treten, die halt auch gern alles aufreißen, damit es halt einfach fett klingt und vielleicht manches, was dann nicht so ganz so hundertprozentig gespielt wird, merkt man dann auch nicht ganz so arg. Aber ich sag jetzt mal von dem Ding her, dass wenn ein Gitarrist wirklich einen Ton hat und auch das, wo wir vorher schon gesprochen haben, einen Charakter oder so, hört er mal Angus Young an, ja? AC/DC, also kann mir jeder sagen, was er will. Also auch Highway to Hell, Hell's Bells, also das klingt immer noch geil und fett. Auch die neuen Sachen jetzt, was sie rausgebracht haben, ist jetzt auch kein klassischer Heavy Metal Hard Rock, ist klar. Aber das hat richtig was, ja. Oder auch wenn diese Leute dann Soli spielen, da hörst du wirklich alles. Da hörst du jede kleine Nuance raus. Und das ist, wie gesagt, eine Auffassung auch vom Spielgefühl des Gitarristen, kommt er damit klar. Manche erschrecken dann förmlich sogar, wow, so geil habe ich mir ja noch nie gehört, haben dann richtig Spaß dran. Und andere sagen, oh, okay, so genau habe ich es auch noch nicht gehört. Und da müssen wir halt aufpassen. Ich glaube, dass individuell wirklich unterschiedlich ist. Also jeder hat seinen Geschmack, und das Gute an einem Studio ist, wie hier, wo man halt schon viele Metal-Produktionen gemacht hat, kann man auch individuell drauf eingehen. Du sprachst jetzt gerade zum Beispiel den speziellen Gitarrensound vom Totenmond an, also eine Band, die du dann aufgenommen bzw. produziert hast. Ja. Ist es dann so, dass der Gitarrist mit seinem Amp, seiner Box, seinem Instrument zu dir ins Studio kommt und sagt, so Alex, das hier ist mein Sound, lass uns was damit machen, oder findet da noch eine gewisse Beratung, ein gewisses Gespräch statt, um dann halt den Sound passend zur Platte noch weiterzuentwickeln oder gegebenenfalls sogar das Setup umzustellen? Absolut, absolut. Also das ist tatsächlich so, die Leute bringen ihre Sachen auch gerne mal mit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Fremdproduktionen habe, jetzt nicht nur wegen Corona, wo jetzt keiner kommen kann. Ich hatte eine Band, die war aus Amerika, Kanada, deutsches Mitglied auch noch, und ein Australier hat dann auch noch Gitarren eingespielt. Okay, da musste ich natürlich dann mit Reamping arbeiten.
Und der hat dann schon auch zu Hause auch mit Amps und so weiter gespielt, wollte das halt alles offen lassen und hat jetzt mit dem Guitar Rig aufgenommen. Ich habe dann nachher alles ausgetauscht. Ich habe dann halt andere Sachen verwendet. Da gibt's natürlich die Möglichkeit, entweder du gehst mit einem Amp oder du blendest es auch mit einer Simulation. Da gibt's mittlerweile ja richtig, richtig geile Sachen, wo man als Laie ja gar keinen Unterschied mehr hört. Ja, ich habe auch eine Produktion gehabt, Blood Red zum Beispiel, ist jetzt auch gerade frisch rausgekommen, kommt jetzt auch ein Video raus am 3. Dezember, Hör den Tod. Text sagt schon, also ist so Black Death Metal. Eine Weihnachtsplatte, genau, für düstere Zeiten und dunkle Tage. Wurde komplett mit Camper eingespielt. Das gibt's auch. Es ist, wie gesagt, davor haben wir die Platten aber anders aufgenommen. Es ist wirklich immer so abhängig davon, man bietet was an. Entweder ich persönlich mag halt immer, wenn eine originale Röhre oder ein Amp dabei ist. Ja. Oder der Gitarrist sagt, lass uns das doch mal versuchen. Und ich möchte alle Freiheiten haben, dass es immer gleich klingt. Also ich sag mal, egal, ob er jetzt den Amp oder die Simulation nimmt, das kriegst du halt bei einem richtigen Röhren-Amp nicht immer ganz hin, ja, dass der dann am nächsten Tag manchmal sogar anders klingt. Das macht es aber auch ein bisschen aus, das lebt viel mehr. Und das, der Vorteil ist dann bei so einer Amp-Simulation, die klingt dann halt eigentlich immer gleich und du hast doch alle Möglichkeiten der Veränderung. Das Problem finde ich nur, da höre ich halt auch, was Gitarristen mir sagen, dass es halt dann auch manchmal undynamischer klingt. Und zwar, wenn ein Gitarrist halt je nach Stimmung in manchen Bünden gewisse Sachen spielt auf einer Gitarre, dann klingt die halt so oder so, wenn er halt ein Röhren-Amp benutzt. Wenn er jetzt aber so eine Simulation benutzt, dann ist es oft eher gleich, oder auch bei Camper-Amp habe ich schon gehört, dass manche Sachen, die halt ein Gitarrist irgendwie so mit Gefühl spielt, dann halt eher auf Flat klingen. Wir reden jetzt wirklich hier im Makrobereich. Aber wie gesagt, das sind ja alle so Gitarrenkünstler-Dieben, ja, jeder für sich. Echt? Ist das so? Ja, also ich habe schon öfters mal erlebt, ja. Aber auch ein nettes Völkchen. Also kann man auch begeistern. Aber es gab auch schon Leute, die kamen hier rein, ohne dass sie irgendwas getestet haben, bringen halt irgendwas mit aus ihrem Proberaum, wo ich gedacht habe, ob das Ding jetzt die Aufnahmesession noch überleben wird. nur mit dem Sound. Und dann irgendwann mal sage ich, wollen wir nicht vielleicht das da auch mal probieren und dann, oh, echt jetzt? Okay, machen wir auch mal. Und dann findest du vielleicht einen Kompromiss und dann läuft es halt so weiter. Ja. Cool. Du hast ja schon ein bisschen was zur Mikrofonierung gesagt. Wenn ich jetzt so einen richtigen, so einen Hard Rock körnigen Sound möchte, sage ich jetzt mal, vielleicht mit einem Mesa Boogie, wie würdest du da mit einem Mikro rangehen? Und welches Mikro? Hast du da so dein Setup für die einzelnen Sounds, sage ich jetzt einfach mal? Also mit dem Groove Tubes fahre ich super. Ich weiß, dass Kollegen manchmal auch mit zwei Mikrofonen aufnehmen. Der eine und der andere. Ich habe jetzt eine Produktion gemacht von der Band in Berlin. Die hatten auch noch Raummikrofone dazu. Die hatten alles Mögliche. SM57 war auch dabei, ein Kondenser und dann noch Raummikrofone. Und es war auch toll. Also ich hatte dann halt für eine Gitarrenaufnahme so viel Spur. Ja. Und da musst du halt dann irgendwie das so blenden, dass es halt keine Phasenschweinereien gibt. Ja. Und dass es irgendwie aus dem was entsteht. Ich sag mal, es gibt zwei Arten, wo ich denke, wo man ganz gut fahren kann. Das eine ist, mal ganz prinzipiell aus meiner Erfahrung, wenn man einen sehr guten Rhythmusgitarristen hat, dann lass den einfach alles spielen. Wenn es jetzt mal gedoppelt werden soll, und jetzt bei einem Brett Heavy Metal, nehmen wir mal an, du hast mindestens zwei, wenn nicht vier Rhythmusgitarren. Ja? Ich hatte euch vorher beim Gespräch, bevor wir jetzt hier live gegangen sind, erzählt, da gibt es ja noch eine andere Story. Wir hatten mal bei Todessehnsucht 1992 sechs Rhythmusgitarren und das war technischer Death Metal. Und die saßen dann mit Bandmaschine. Das haben die zusammen aufgenommen, Tag und Nacht. Die Bärte wurden so lang, 6 Wochen.
bis sie das überhaupt eingespielt hatten. Ja, aber dann hast du halt diesen Death Metal Sound, so kaum zu beschreiben. Das kriegst du mit zwei Gitarren in 100 Jahren nicht hin, auch nicht mit Stereo und bla bla bla. Das ist einfach dann die Addition und du spielst immer leicht ein bisschen anders von mehreren Einspielungen. Und wenn man damit arbeitet, finde ich es ganz okay, ist bei Guns N' Roses vielleicht oder AC/DC oder so, will man das nicht. Ja, da wirst du jetzt diese Gitarre hören, das spielt jetzt der oder auch bei Slayer, ja, Kerry King oder Jeff Hanneman, anno dazu mal, rest in peace, da hast du dann so gehört, ah, der spielt jetzt das und der und auch unterm Kopfhörer hörst du vielleicht sogar mal das Pedal an- und ausschalten. Aber ich sag mal, die modernen Metal-Aufnahmen haben ja oft, sag mal, so ein Brett am Start. Und da ist es ganz gut, dass man einerseits vielleicht vier Rhythmusgitarren aufnimmt von der gleichen Person mit einem guten Sound, der vielleicht gar nicht mal so fett sein muss, aber in der Addition dann dicker wird. Die andere Möglichkeit ist auch noch ganz okay. Das habe ich auch jetzt schon mal bei Atrocity gemacht, bei unserem Okkult 2 Album, da sind auch einige richtige Bretter drauf, dass der Gitarrensound dann trotzdem noch dynamisch bleibt, den Mesa Dual Rectifier echt, also ganz, ganz leicht, also nicht komplett wenig Gain, aber nicht zu verzerrt aufgenommen. Eigentlich, wenn man den jetzt alleine hören würde, wäre das zu wenig. Und dafür aber die Doppelung auf jeder Seite richtig fett. Da habe ich dann tatsächlich diesen Digitech davor hingedonnert noch. Und das ist dann quasi wie so eine fette Masse dahinter. Ja. Und oben drüber liegt dann halt dieses weniger verzerrte Signal. Und es ergänzt sich dann super. Das ist dann wie so ein Puzzleteil. Das fügt sich zusammen zu einem Ganzen. Das ist dann wie so eine Iron Fist. Ja. Also wie so eine Faust. Das kann man auch machen. Also das wäre so ein Ratschlag für Leute, die aber dann auch schon weiter sind und sich da wirklich im Makrobereich bewegen. Also wenn Leute, sag ich mal, einfach mal traditionell aufnehmen wollen, sag ich mal, vier Rhythmusgitarren, da muss derjenige aber auch gut spielen können, kann man dann auch einfach die Sounds mischen. Also auch zwei Gitarren in einen Sound. Von mir aus nimmst du dann halt irgendein Amp, der dir halt gerade so vorschwebt und dann kannst du auch beim anderen dann vielleicht eine Simulation dazu blenden, die sich gut schickt, die halt fett ist und vielleicht undynamischer ist, aber dann halt es andickt und anfettet. Kann man auch machen. Da passt auch gerade eine Zuschauerfrage zu. Das haben wir jetzt alles schon mal so angeschnitten. Die Frage von Michael Stelz. Wie viele Doppelungen schlägst du vor, wenn es um einen Hein-Gain-Sound geht? Und wird der Amp bei den Doppelungen anders eingestellt? Das ist, wie gesagt, eine absolute Geschmackssache. Also ich denke, vier Doppelungen, also bei einer, Metal-Band und gerade bei den neuesten Produktionen, da muss man halt aufpassen, ist es so, dass es halt dann nicht so undynamisch klingt, weil oft das Schlagzeug auch bis zum Anschlag dann hingesetzt ist, quantisiert und getriggert, dann hast du nichts mehr Lebendiges. Also mein Tipp, vier Rhythmusgitarren auf jeden Fall, wenn möglich mit Amps, mindestens dann mal zwei aufnehmen, wenn man die Möglichkeit hat, alle vier natürlich. Aber um es vielleicht anzudicken, ruhig mal auch mit Simulationen rumprobieren. Der Vorteil ist halt der, durch das Reamping oder durch das cleane DI-Signal kannst du ja wunderbar auch mal im Nachgang Sachen ausprobieren und findest vielleicht dann beim Mix erst den optimalen Sound für dich und hast trotzdem noch dieses Röhrenfeeling. Also das finde ich persönlich gut. Mittlerweile weiß ich aber auch von Kollegen, viele sagen, ach was, alles Quatsch. Wir machen alles nur noch mit Simulationen. Wir brauchen quasi gar kein Amp mehr und verkaufen ihre Dinge aus dem Studio oder was weiß ich und machen es halt jetzt nur noch über den Weg. Im Moment sage ich, ja, es gibt richtig geile Sachen. Weiß ich, von Neural DSP, der 14 zum Beispiel, gibt es zwei verschiedene, finde ich super. Oder dieser Omega Amp, die sind richtig geil. Dann gibt es von STL Tones Ignite auch die
für die Impulse Responses Libra mit weiß ich wie vielen Möglichkeiten. Den Nadir ist auch sehr gut. Gibt aber auch andere Sachen. Kommt auch drauf an, ob man Mac oder PC-User ist. Ja, also bei, für Mac gibt es viel weniger Möglichkeiten. Es gibt ja mittlerweile so Tüftler, die es auch zum Teil umsonst zur Verfügung stellen. Auch gar nicht so ganz schlechte Sachen. Ich habe einen Assistent bei mir im Studio, der probiert das immer aus. Der ist ein PC-Mann. Und der heißt auch Alex. Sag ich, hey, und Alex, wie läuft? Sagt er, gut, Alex. er ist Gitarrist, er hat wieder das und das und das ausprobiert. Dann sag ich, ja, zeig mal her. Ist gar nicht schlecht. ML Soundlab hat auch was ganz okay, TC Audio, dann 11 natürlich, wir haben selber mal 11 Rack dann auch hier gehabt, wo wir den getestet haben und es ganz frisch rauskam, gibt's auch Möglichkeiten, Guitar Rig und natürlich Amplitube, ja, also da hast du ja, da kannst du dann drei, weiß ich wie viel Amps gleichzeitig aufnehmen und in allen Variationen, Pedale, es ist alles natürlich dann irgendwann mal eine eigene Philosophie und ich glaube auch, es wird sich dahingehend stetig weiterentwickeln. Du hast ja früher mit dem Sense Amp ja auch und anderen Sounderzeugern als Rec-Gerät ja schon Simulationen gehabt, die, ich sag mal, zum Beispiel bei Rammstein oder so gar nicht so scheiße geklungen haben, sondern schon richtig gut waren. Wir haben die auch benutzt. Auch für live und so, auch in Kombination mit einer Röhre, weil das halt sich bei Überseetouren angeboten hat, hast du dann Rack quasi fest eingebaut mit einer Röhre und hast ein Sense-App dabei gehabt. Dann natürlich kannst du das weitermachen mit Line 6 und so weiter. Heutzutage hast du ein Headrush-Amp oder sowas oder nimmst deinen Camper mit. Je nachdem, was tauglich ist und fürs Studio kann man die Spielchen ganz genau gleich machen. Es ist einfach eine Frage des Geschmacks letztendlich. Und man kommt mit den Simulationen doch relativ schnell zu sehr, sehr guten Ergebnissen mittlerweile, wo halt dieses synthetische, klinische fast schon ganz wegfällt, wo, wie gesagt, der Laie dann gar nicht mehr den Unterschied wirklich hört, der dann sagt, boah, fetter Gitarrensound, mega. Und sagen, muss man wirklich sagen, ich habe jetzt auch das neue Amplitube-Demo-Präsentation mal kurz angeschaut, wo dann echt sauber klingen, echt geil, wo vielleicht du früher mit dem Mikrofon in der Art und Weise vielleicht in einem Studio, was erschwinglich war, gar nicht so richtig hinbekommen hättest. Ja, muss man auch sagen. Es gibt viele Möglichkeiten, man muss nur aufpassen, dass es nicht komplett überreizt. Ja, dass es alles too much, ich nenne es mal zu perfekt ist. Ja, selbst wenn ich mal eine dreckige Produktion sage, gibt es wieder 10 andere, die sagen, Mensch, Alex, das ist schon fast wieder zu clean hier. Ja. Ja, dazu passt eigentlich so ein provokantes Statement, was Andreas am Anfang direkt gemacht hat, nämlich Sittenverfallung, Camper beim Recording, Fragezeichen. So, was ich jetzt rausgehört habe bei dir, würdest du das aber nicht unbedingt als Sittenverfall sehen, oder? Oder halt der ganzen Digitaltechnik und Emulation und was es alles gibt, da feindlich gegenüberstehen, ne? Also ich sag mal so, wenn man die Rock'n'Roll-Geschichte anguckt, die Geschichte des Hardrocks und dann Heavy Metals, wenn man da immer noch stehen geblieben wäre, dann wären wir immer noch bei Elvis und Co. Ja? Also irgendwann müssen sich Leute ja was trauen. In den 70er Jahren waren das ja auch so Bands wie Zeppelin und so weiter. Die ganzen Classic-Rock-Bands, die irgendwie dann mal auch progressive Musik gemacht haben und auch andere Arten von Sounds benutzt haben. Jimi Hendrix, mein Gott, was war das für ein Aufschrei? Ja? Das ist ja nur noch Krach. So ist jetzt auch wieder. Ein Sittenverfall ist es definitiv nicht. Es wird aber definitiv immer Leute geben, die es kategorisch ablehnen. Auch wird es kategorisch Ablehnungen bei Musikern geben, sagen, vergiss es, ich spiele nur mein Amp und sonst gar nichts. Dafür habe ich auch vollstes Verständnis, weil, wie gesagt, es ist kein Keyboard, Tasteninstrument, wo dann Sound eingeschalten wird. Da steckt ein Mensch dahinter, da steckt ein Holz dahinter. Saiten, schon allein da fängt schon an. Welche Saiten oder welche Stimmung? Ja, der Trash Metal Band, oh, mehr als 2,5 Töne stimme ich nicht runter. Und der nächste, offene Stimmung, ich will noch fetter wie Korben. Dann kommt der nächste, spielt mit einer Siebenseiter. Wir haben hier zum Beispiel auch eine Bariton-Gitarre, spielen mit einer offenen Stimmung. Das sind alles Geschmäcker, unterschiedliche Stile. Man kann jetzt nicht sagen, nur weil der eine das macht, ist das ein, und der andere nicht, ist das ein Sittenverfall. Es sind einfach nur neue Wege, zum Teil vielleicht auch erschwinglichere Wege, Alternativen.
Und wenn jetzt einer zum Beispiel eine Mesa-Simulation oder eine Thresher, gibt es ja auch viele Simulationen von anderen Amps, geil findet, ja, dann vielleicht kauft er sich ja dann den Original-Amp, sagt, das brauche ich alles gar nicht mehr, ich hole mir jetzt wieder einen Amp und stelle mir den hin, ich schwöre nur auf den. Soll es ja auch geben. Ja, also hält er keinen ab davon. Stimmt. Wir hatten gerade eben schon Thema Doppelungen, bleiben wir noch mal kurz dabei. Da gibt es nämlich noch eine Frage von Sandro M. Und er fragt, erstens, werden Solis auch gedoppelt? Und wenn ja, werden die Doppelungen im Stereobild angeordnet, Hard Left, Hard Right? Okay, nee, da gibt es jetzt tatsächlich auch Unterschiede. Es werden Solos, also Soli-Gitarren definitiv auch gedoppelt. Oft die mehrstimmigen Sachen, also wenn es mal zweistimmig wird, zum Teil aber auch ganz bewusst mit Effekt, damit sie diesen flange-artigen Sound bekommen, wie bei einer Rhythmusgitarrendopplung auch. Haben wir auch schon oft gemacht, benutzen wir auch als Stiegmittel bei Les Eyes und die werden tatsächlich auch gepennt. Ich mache das aber meistens so nicht ganz hard left and right, sondern eher so, keine Ahnung, so die Ecke. Ja, ich sag mal 50, 60, 40, 30, je nachdem, wie es auch im Kopfhörer klingt, je nachdem, was auch im Hintergrund von der Musik noch passiert, wie es sich schön anfühlt, auch beim Anhören. Ich sag mal, bei Solo-Gitarren an sich, da ist es tatsächlich nochmal ein anderes Ding. Da gibt's Sachen, die klingen nur auf Amp gut, auch cleane Sachen gibt es, da schwören Leute halt nur auf dieses Röhrige noch und so weiter. Ich sag mal, bei den Sounderzeugungen gibt's auch richtig gute Lead-Sounds. Wirklich. Also, wo man sagen muss, you can't go wrong with that und das hört nachher wirklich kein Mensch. Also, da gibt's richtig gute Sachen. Ich weiß es deswegen, weil ich für Gastleute oftmals halt auch die Spuren so kriege, dass ich sie nachbearbeiten kann, also clean, oder die mit ihrem Favorite das aufnehmen und dann kann man immer noch sehen, wie es sich anhört oder auch blenden miteinander. Da gibt es wirklich schöne Sachen, muss ich sagen. Und wir haben auch mit den Clean Sounds, interessant, weil wir auch vorher drüber gesprochen haben, weil du hattest auch nach Clean Sounds gefragt, beim Sense Amp einen, ich nenne es mal so ein Pling-Plong-Sound, so Folk-Gitarren-mäßiges Ding gespielt. Das war mit einem Sense-Amp, das war nämlich nicht mit einem Amp, weil es da nicht so brillant und klirrend war, sondern so angenehm warm. Ja, das klingt jetzt ironisch, ist aber nicht so. haben wir jahrelang gemacht und das ist bei Les Eyes war das auch ein bisschen ein Stilmittel, dass das so anstatt einer Akustikgitarre, also auch eine Art Clean-Gitarre war, die aber dadurch anders klang und viele das auch als Markenzeichen wahrgenommen haben, bei Intros oder Mittelteil, wenn der mal ruhiger ist. Das kommt richtig schön. Ich habe noch eine Frage zu Doppelungen. Du hast eben gesagt, ja, so vier Doppelungen. Du redest dann aber halt von vier Doppelungen auf jeder Seite, also einmal links. Nein. Und oh, im Himmels einmal rechts. Nein, da wird es zu matschig. Also ich meine zwei rechts und zwei links. Okay. was ich noch fragen wollte, ist, wie sieht's aus beim Editing? Ja. Wie aufwendig ist das, das alles halt wirklich dann auch tight zu kriegen? Ja, das ist definitiv eine absolute Philosophie. Dieses Copy and Pasting kann einem wirklich auf den Wecker gehen. Also ich finde definitiv, wenn einer ein Part gut spielen kann, dann sollte er den möglichst lange auch spielen. Also wir nehmen bei uns viele Bands auch im Pro Tools im Cycle auf und gehen in die Playlist, suchen dann aus. Das ist eine super geniale Funktion. Also auch für jeden Gitarristen ein wahrer Traum. Ja, er kann die allerbeste aussuchen, dann die zweitallerbeste oder die Best of the Best auf jeden Fall. Und er hat dann schon richtig tighte Gitarren. Ich sag mal, trotzdem, man muss vorsichtig sein, dass nachher nicht alles unlebendig, auch unrealistisch ein bisschen klingt. Wenn man alles ganz arg schneidet, auch die Stops und so weiter. Wenn man da zu viel editiert, dann klingt es gleich nach Maschine.
Das kann natürlich ein Stilmittel auch wieder sein. Es gibt ja genügend Bands, die das auch als Stilmittel haben, die auch gerne mal so, ich sag mal, nehme jetzt bewusst jetzt den Namen Industrial, ja, in den Mund. Dann will man halt auch so, so richtige Stops haben, ja, die wahrscheinlich kein Mensch je so spielen könnte. Ja, klingt dann auch mal cool. Aber das andere ist, ich sag mal, beim Einspielen selber so lange wie möglich Teile spielen. Man muss jetzt nicht das ganze Lied durchspielen. Wenn sich Sachen wiederholen, nicht so viel mit Copy und Paste machen. Lieber verschiedene Takes, gute haben, die dann aussuchen. Das kann schon mal ein bisschen dauern. Und ganz wichtig ist das hier. Mit Kopfhörer anhören. Ganz viele machen es nicht. Und dann merken sie es nicht, dass dann oft mal irgendwie vielleicht doch noch Spielfehler sind oder Unsauberkeiten und dann im Mix irgendwie dann doch nicht so klingt, wie sie wollen. Aber ein guter Mix, also das, was ihr wahrscheinlich so im Kopf habt, so dieses bollenharte und fette Ding, das ist immer auch vom Einspiel abhängig und dass die Sachen übereinander tight sind. Hm. Ja, also Gitarren quantisieren, das muss jetzt nicht sein, aber sie sollten wirklich geil eingespielt sein, auf den Punkt, übereinander jetzt nicht irgendwie zu arg sich differenzieren, weil sonst gibt es so unangenehme, so wenn Anschläge nicht ganz übereinander sind, dann klingt das sowas von schrecklich. Ja, das gibt dann so einen Wabbel-Sound oder also Matsch. Ja, und man will ja das richtig sauber raushören, was gespielt wird. Von dem her muss man es auch gut einspielen. Da hilft alles nichts. Lass uns mal noch mal ein bisschen zur Mikrofonierung kommen. Nochmal, da haben wir eben ja ganz kurz mal drüber gesprochen. Das heißt, ja, du nutzt eigentlich nur dieses eine Mikrofon oder nutzt du auch andere, vielleicht auch andere für einen unterschiedlichen Sound? Oder? Ja, klar. Also wenn was ist, wo ich gar nicht das möchte, das war so ein Beispiel, weil das wahrscheinlich sonst keiner außer mir benutzt. Habe jetzt mal was verraten. natürlich ist auch die Position wichtig. Wenn wir jetzt mal klassisch hergehen und das so 4x12er Box Speaker, dann kannst du auch wunderbar ausprobieren, je nachdem, wie ich das Mikrofon von der Mitte eines Speakers verschiebe, umso schärfer, umso wärmer vielleicht auch. Auch eine wichtige Sache natürlich. Und jeder Amp reagiert auch ein bisschen anders darauf. Das ist auch so ein Zusammenspiel von Technik. Also Amp und Gitarre, das eine, das andere ist aber natürlich auch Speaker und Mikrofon. Da haben wir die nächste Paarung. Ist ja natürlich bei den Impulse Responses auch immer ganz wichtig, wenn man jetzt sowas benutzt, auch bei einem Headrush oder so, da hat man ja auch zig Möglichkeiten. Oder bei diesen ganzen Gitarrensimulationen und Plugins hat man ja oft geile Möglichkeiten, das auszuprobieren. Und das hat man früher tatsächlich so nicht gehabt. Das ist auch ein ganz großer Unterschied, finde ich, zu dem, wie es früher gelaufen ist mit den Plugins. Also da haben sie richtig Fortschritte gemacht. Du hast halt früher, das ist jetzt die Box und das soll der Amp sein und fertig war's. Und dann denkst du, nee, das ist nicht. Ja, und natürlich jetzt auch, wenn wir haben auch mal beim Experimentieren mit dem Camper-Amp haben wir auch mal was gemacht. Wir selbst haben keinen im Studio, muss dazu sagen, wir haben von unserem Soundmann damals mal gehabt. Und ansonsten bringt es dann mal vielleicht jemand mit. Und einfach mal, um zu sehen, da war für mich dann auch die Sache, gut, dann hast du quasi den Sound in dem Moment mit der Position. Aber wenn ich den wieder ändern will, muss ich wieder von vorne anfangen. Das heißt, so ganz verkehrt mit Amp und Box und Mikrofon und mal ein bisschen hin und her schieben, ist es nicht so, dass alles immer nur früher, also heute alles besser ist und früher alles schlechter war. Also das, man will ja immer auch, das ist ja irre eigentlich auch. Du willst ja so klingen wie so ein Amp. Du rennst ja der Vergangenheit ja irgendwie auch ein bisschen hinterher. Ja, weil sonst sagt der Gitarrist oder von mir aus der Heavy-Metal-Journalist, das klingt ja gar nicht mehr nach einer E-Gitarre. Ja, das ist so der Schritt, da sind wir noch gar nicht, dass jetzt vielleicht was ganz Eigenes, Neues entsteht. Im Moment ist es so, man will quasi das nachempfinden, was es als Hardware gibt, mit einer Software
umzusetzen. Irgendwann kommt vielleicht der Punkt, dass man Software-Sounds macht, die dann vielleicht drüber hinausgehen. Aber nicht, dass mich jetzt die Leute wieder ans Kreuz nageln. Ja, wir haben in den 90ern auch schon Crossover-Sachen gemacht als Metal-Band. Die waren verpönt. Akustikballaden mit einer Gothic-Band zusammengespielt. 80er-Jahre-Coverversion von Pop and Waves Classics. Da hat es doch jedem gefallen. Aber erstmal haben alle gemeckert. Ja, also ich spreche jetzt mal was aus, wo wir tatsächlich jetzt intern mal auch mit Leuten im Tourbus oder so gesprochen haben. Und jetzt auch wegen der Mikrofonierung noch einmal. Oft machst du ja auch eine Markierung hin, weil halt genau dieser Punkt der coole ist. Und dann, wie es der Teufel will, läuft von mir aus der Studio-Hund mal gegen den Mikroständer und zack, hast du einen ganz anderen Sound. Und womöglich klingt der sogar viel besser wie der vorher. Ja, also es ist eine spannende Geschichte. Ich sag mal, tatsächlich habe ich schon viel erlebt, dass halt bei Röhren und auch bei Mikrofonpositionen auf sonderbare Weise, selbst mitten im Song, aber das ist äußerst selten, aber in alten Zeiten, wie gesagt, habe ich schon mal in mancher Nachtschicht erlebt, dass dann was anders geklungen hat. Du kannst es gar nicht so wirklich erklären, weil alles ist gleich. Und das hast halt bei den Plugins hast du halt das nicht. Okay, kannst du noch ein paar Mikrofone nutzen, nennen, die du sonst so bei Aufnahmen auch noch nutzt? Ja, also die Shures, habe ich ja vorher gesagt, die KSM 44 und 32, die benutzt als Kondenser. Und dann halt das SM 57, das ist, you can't go wrong with that, sage ich mal. Das ist einfach auch ein State of the Art. Also ich denke mal, der ein oder andere hat dann auch noch seine anderen Vorlieben. Das muss jeder für sich so rausfinden. Aber ich sag mal, die ich jetzt genannt habe, deswegen spreche ich es auch an, die benutzt nicht unbedingt jeder. Das sind meistens andere noch. Wir haben noch hier eine Frage, und zwar von Dominik Subat. Moin, spricht etwas dagegen, das Signal zu splitten und zwei Amps parallel aufzunehmen? Ist ja eigentlich das, was man in den ganzen Plugins und Emulationen so einfach machen kann, ne? Und du hast ja am Anfang auch angesprochen, zu experimentieren und einfach mal versuchen, Sachen zu kombinieren, damit sie ineinander greifen. Also für dich spricht wahrscheinlich gar nichts dagegen, oder? Man muss aufpassen. Die Sache ist, da brauchst du erstmal auch eine spezielle Box dafür, um dass es wirklich tadellos gemacht wird. Wir haben uns da auch mal die ein oder andere besorgt. Wenn du jetzt, sag ich mal, ein Signal hast, mit zwei Amps gleichzeitig aufnimmst und legst die übereinander, also ich denke, die Doppelung an sich sollte immer mehrfach eingespielt sein, weil sonst gibt es wirklich diese Schweinereien. Aber um jetzt eine Soundquelle zu erzeugen, kann man machen. Aber ich persönlich denke, vor allem auch, weil wir Angst haben, immer ein bisschen Angst haben muss, dass technisch vielleicht irgendwas verloren geht. Dass vielleicht doch irgendwas hängen bleibt bei einer Splittung. Auch wenn man jetzt eine ganz tolle Box hat, wo man das aufsplitten kann. Aus A macht 2B. Ja. Ich denke, klassisch dabei bleiben bei den Plugins. Das habe ich ja gemeint. Da kommt vielleicht irgendwas ganz Tollkühles raus. In dem Studio, sag ich mal, wir haben jetzt auch die Amps alle übereinander. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir bauen da so die Boxen nebeneinander. Ich kann mich sogar mal an irgendwann an eine Session erinnern. Da haben wir mal sowas in der Art gemacht. Wir haben mal, wir waren im gleichen Gebäude wie das Soundland in Fellbach. Haben wir mal so Amps getestet und alles. Und da haben wir tatsächlich so verrückte Sachen mal gemacht. Aber ob das jetzt so wirklich brauchbar war oder ob man dann vielleicht mehr Kontrolle hat, wenn man nacheinander aufnimmt. Also ich glaube, also bei der Doppelung, klassische Doppelung, sollte sowieso mehrfach aufgenommen werden und dann brauchst du die Splittung eigentlich in dem Sinne nicht unbedingt. Alles klar. Aber welche Rolle spielt denn die Lautstärke des Amps? Das ist eine Frage von Michael Stelz. Ja, die ist nicht unberechtigt. One goes to 11, würde ich sagen. Ja, die Sache ist die, manche Amps klingen gar nicht so scheiße, wenn die gar nicht so arg laut sind. Das ist so die Sache. Interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt wisst, aber alle Death-Metal-Fans
die wissen das schon. Es gibt so den typischen Schweden-Death-Metal-Sound. Den hat damals Thomas Skogsberg gemacht im Sunlight-Studio, was witzigerweise ein dunkler Keller war. Ich war da mal. Der hat damals mit Entombed und Dismember und anderen Bands quasi einen Gitarren-Sound definiert. Und jeder wollte wissen, wow, wie kriegt denn der das hin? Ja, ist ja der Hammer. Und da war es nicht irgendwie ein Super-Amp oder irgendwas, sondern es war, ja, so ein Kombi, so Kofferverstärker. Und der war auch nicht sonderlich laut oder fett oder irgendwas. Und dann halt noch irgendein Tube Screamer davor. Und ja, that's it. Und das war jetzt nicht irgendwie so, du kommst in den Raum und fliegst 3 Meter weiter, sondern nein, das war quasi fast Zimmerlautstärke. So kann ich mich noch erinnern. Ich kann mich erinnern, wir haben auch mal, glaube ich, was ein Rex Transistor Amp oder sowas, diese Todessehnsuchtplatte aufgenommen mit diesen 6 Rhythmusgitarren. Und der Mick von Slipknot, der hat bei uns in der Schleierhalle in Stuttgart gespielt, der ist ein großer Fan von der Platte und von einigen Songs, der hat mir das dann im Backstage so gezeigt oder mir halt so vorgemacht, auch mit den Texten übrigens, ja, war höchst interessant, hat er erzählt, er ist dann in Highschool Days mit seinem Van rumgepäst und er hat sich überlegt, was meint denn der Alex da eigentlich mit den Texten, aber er hatte dann halt eine Frage, weil er wusste, ich habe da auch die Platte halt mitproduziert, was hattet ihr da für ein Amp? Und dann sag ich, ja, der Gitarrensound, der war ja so morbide, unglaublich krass. Ja, wir hatten da, glaube ich, so damals schon Sittenverfall, irgend so ein Transistor-Amp, irgendwas zusammengebastelt. Ich glaube, der hieß Rex oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz 100%, ist schon eine Weile her. Und war gar nicht das, was die Leute erwartet haben. Ja, da muss man halt ein bisschen tüfteln und dann kommt auch was Schönes bei raus. Ja, also die State-of-the-Art Dinge sind ja klar, die haben wir ja angesprochen, ja, also PDM, Engel und so weiter haben viele, den Mesa natürlich, Rectifier, kannst du nicht viel falsch machen, dann den Rental Treasure und gibt's auch andere, die richtig super sind. Die haben auch mal ein Modell, das hieß, glaube ich, RM100, wo man verschiedene Module reinmachen konnte. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das so, dass so Typen wie der Gitarrist von Linkin Park gemeint hat, er spielt so viel unterschiedliche Sachen, diese New-Metal-Songs und dann wieder Pop und so. Und er wollte es jetzt nicht irgendwie softwarebasiert machen, sondern mit einem Amp. Und da gibt es quasi 3 Schubfächer, wo man quasi so kleine Vorverstärker-Module reinschieben kann. Da haben wir auch einen hier. Ja, und dann kannst du es wunderbar austauschen. Ich glaube, George Lynch und andere haben dann richtig coole Modifications gemacht. Einer hieß, glaube ich, auch, haben wir auch mal den Heiligen Gral genannt. Einfach so auf Spaß. Der klang richtig geil. Den haben wir bei der Atrocity Occult 1, glaube ich, mit als zweiten Gitarrensound verwendet. Ja, also ab und zu fällt mir es dann wieder ein bei so vielen Sachen. Das hat sich dann eingeprägt. Da wollte ich nur sagen, da hast du die Möglichkeit auch, aber halt jetzt nicht beim Plugin, sondern du musst halt wirklich rein und raus oder hast halt 3 zur Auswahl und kannst sie umschalten. Du hast ja auch beim Mesa 3 verschiedene Amps und so, mögliche Channels, meine ich, sorry, wo du mit dem Amp steuern kannst. Aber das sind dann schon ganz unterschiedliche Sounds gewesen, die man mit einem einfachen Amp nicht so hinkriegen würde. Also du hast schon die Röhre als solches, aber die ganze Vorverstärkung läuft dann anders ab. Passt du denn den Sound auch dann vom Amp während der Aufnahme nochmal an die Spielweise an? Also nutzt du dann unterschiedlichen Sound, wenn du Dead Notes aufnimmst oder Muted Sounds und irgendwas in 16. gespielt wird oder Solis? Nee, bei Solis schon. Also das ist ein Unterschied, auf jeden Fall. Also es gibt meistens echt einen extra Solo-Sound. Was du sagst, ist eine sehr berechtigte Frage. Man wechselt den Sound eigentlich nicht. Jetzt kommt das Aber. Wenn man jetzt zum Beispiel 2 Sounds blendet, hat meistens, sage ich mal, der Sinn und Zweck ist ja der, du hast 2 verschiedene Herangehensweisen, die sich ergänzen. Und meistens hat der eine Gitarrensound die Stärke, vielleicht bei schnelleren
Noten akkurater wieder abzubilden, was der Gitarrist spielt. Oder halt dann vielleicht dieses, ja, Fett, Brett, wo dann halt bei schnellen Noten vielleicht auch mal was verhopst geht, ja. Ja, also von dem her, wo der Gitarrist auch gar nicht mehr so die Mega-Kontrolle hat. Ja. Und da ist schon so, wenn man dann so einen ergänzenden Sound hat, dann das macht dann auch Sinn, weil du hast beides dann irgendwie mit integriert. Wenn du jetzt aber einen Song hast, das gab es natürlich auch oft genug, nehmen wir mal an, so eine Halbballade, so eine Rockballade, wo vielleicht nicht ganz so dicht ist und mehr Luft drin ist, wo nur so eine Rhythmusgitarre noch dann dazukommt, sagen wir Stadionrockballade, ja, als Beispiel. Ja. Ja, so vielleicht aus dem Radio kennt. Dann nimmst du schon mal eine andere Gitarrensound, vielleicht auch mal eine andere Gitarre, damit sich das klanglich unterscheidet, aber auch nicht so aufdrängt. Wie wenn du jetzt einen reinen Metal-Song hast, dann wisst ihr, dass die Gitarre sich aufdrängt oder sich durchsetzt, ja. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, so eine Ballade hast, kann das auch störend sein. Also von dem her nicht nur leiser machen, dann passt auch so ein ganz fetter Sound dann gar nicht. Dann musst du dann vielleicht ein bisschen was anderes machen. Ja. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage, um vielleicht auch die Einsteiger oder vielleicht Recording-Anfänger anzusprechen, die uns vielleicht auch jetzt hier beim Guitar Summit Rap Camp zuschauen. Auch liebe Grüße, alles Gute an die Jungs und Mädels. Wie würdest du denn heute im Home Recording bei Null anfangen? Was ist für dich so das wichtigste Element auch in der Signalkette, wenn du jetzt im Proberaum stehst und möchtest deine Gitarre aufnehmen, sage ich jetzt mal? Es fängt tatsächlich mit dem Instrument an. Also erstmal gute Gitarre. Weil der Grundsound, auch der Tonabnehmer und die Art und Weise für einen Gitarristen, jetzt sprechen wir, ja, das ist wichtig. Ja. Wenn er ein Soundmodul hat, gibt es ja heutzutage einige sehr gute Interfaces. Da reicht auch was Kleineres, auf jeden Fall. Wenn er dann direkt einspielen will mit einem Plugin, keine Ahnung, auf dem Laptop oder so, jetzt nichts groß aufbauen mit Verstärkern und so weiter, ist es sehr, sehr gut jetzt schon, was man heutzutage bekommt. Dann kann man das auch nur mit einem Plugin machen. Und das ist auch noch so eine Geschichte. Also für alle Einsteiger, junge Bands, ihr müsst nicht irgendwie die Shredders sein oder die Heroes. Es sind immer die Songs, die wichtig sind. Es gibt so viele Gitarren-Ikonen sowieso, ohnehin schon, und technisch mega versierte Leute, die schon viel zu verkopft sind, einfach einen geilen, einfachen Song zu schreiben. Und letztendlich geht es aber um die Songs. Es geht jetzt nicht nur um den Einzelkünstler, Virtuosen, sondern die Leute wollen gute Lieder hören und die müssen gut gemacht sein. Und da eignet sich für einen Einsteiger das absolut, wenn er sich irgendwie, weiß ich, von Focusrite oder so ein kleines Ding holt, wo er, weiß ich, paar Eingänge hat und von anderen Anbietern, Presonus und so weiter, gibt es das ja auch, wie sie alle heißen. Ja. Und dann damit arbeitet und jetzt nicht mikrofonieren muss mit dem Amp und im Proberaum, das geht natürlich auch, kann er das auch machen. Vorteil ist halt dann, bei dem Plugin in dem Demo-Status, dass er dann, wie gesagt, das schon mehr modifizieren kann, als wenn jetzt im Proberaum, das sollte man dann im Studio machen, im Proberaum da sein Amp aufbauen heutzutage und einspielen, Ideen, ja, sammeln und Songs machen, kann man, ja, mit der Band zusammen, gar kein Thema, aber praktikabel, das kann man auch zu Hause machen, oder im Büro, wenn der Chef nichts dagegen hat. Ja, also da hat er alle Möglichkeiten, und ist auch im Sound ein bisschen flexibler, weil jetzt ein Einsteiger den geilen Gitarrensound machen zu lassen, der dann nachher auch wirklich im Pro Tools oder sonst wo gut klingt, das würde ich mal sagen, das ist nicht immer das Allereinfachste. Da habe ich auch schon die tollkühnsten Sachen erlebt, wenn ich Fremdproduktionen zugeschickt bekommen habe, wo ich dann gesagt habe, Jungs, also entweder kommt ihr jetzt hierher oder ihr müsst das irgendwie nochmal machen, wo ich halt keine DIs oder nichts hatte, wo ich mal was tauschen kann. Da kann man sich auch mal ganz schön vertun, ja.
Aber ich sag mal, das wäre so die Basis. Also gutes Interface, Audio-Interface, wo die Latenz so gering wie möglich ist, dass halt er das gute Spielgefühl noch hat. Das reicht eigentlich schon. Da kann man schon sehr viel machen. Jetzt haben wir ein Thema noch unter Gitarristen, was wir bisher noch gar nicht angerissen haben, und zwar das Kabel. Was ist deine Meinung zum wieder, Kabel? Hast du wieder hier von Cordial irgendwas bekommen? Hast du wieder die Mütze an? Ne? Ich habe die Cordial-Mütze an, ja. Ohne jetzt gerade Werbung für Cordial zu machen. Hast du wieder dein Werbevertrag hast du jetzt verlängert, ne? So sieht das aus, ja. Also tatsächlich ist so, mit den Kabeln, das ist auch eine Philosophie für sich. Und vor allem, wenn du live unterwegs bist und mit Live-Crews, die dann auch sagen, allein die Kabel, also die Speaker-Kabel, da geht schon los. Ich meine, live spielst du halt oft ja mit dem Sender, ja, also die meisten jedenfalls. Da geht es wieder um andere Dinge, welcher Sender wie gut funktioniert. Ja, definitiv wichtiges Thema, damit halt das auch ankommt, was du spielst. Ja, aber ich werde jetzt direkt tun, Entschuldigung, dass ich jetzt Schleichwerbung mache, überlasse ich deiner Mütze. Es gibt definitiv Kabel und Kabel, auf alle Fälle. Das ist auf alle Fälle so, ja. Da sollte man nicht sparen. Also gutes Kabel und auch die Sache ist halt mit symmetrisch, unsymmetrisch, halt bei den Gitarren halt das Problem, dass sie halt nur Mono funktionieren. Man muss halt auf solche Sachen achten, dass man nicht irgendwo einen Rausch nachher hat oder Einstreuungen und was es so alles gibt. Ich kann mich erinnern, eine Band, deren Namen ich jetzt nicht sagen werde, aber aus Süddeutschland ist, wenn die das jemals sehen, Alex Scholb, heißt der Gitarrist, wenn mich nicht alles täuscht, hatten die mal ein Handy auf der Platte, was da gelandet ist, so ja, sind da was eingestreut ist. Und dann fand man es halt doch cool und hat es draufgelassen. Kann aber auch nur eine Erfindung sein, vielleicht auch nur ein Gerücht. So eine Gitarrenlegende. Oder Radio Erivan war früher immer drauf bei jeder Probe bei uns. Ja. Okay. Aber nicht mehr. Genau. Wo wir gerade jetzt auch gerade noch die Einsteiger angesprochen haben, die dann eventuell über ein Interface und über ein Plugin das Ganze einspielen. Wie kritisch siehst du das Thema Latenzen? Ja, also Latenzen, das ist mit Sicherheit entscheidend, damit das nachher gut und tight klingt und auch vom Spielgefühl. Das ist oft ein Problem, ja. Vor allem, wenn jetzt einer mit allem Mordsprimborium schon einen Song ausgestaltet hat und will dann trotzdem noch, weiß ich, mit 64 oder irgendwas einspielen. Aber das Problem ist, dass du hast bei den Zeitverzögerungen, den Groove und all das Ganze nicht viel Spielraum. Du brauchst so geringe Latenz wie möglich, um dass es gut klingt. Also 128 und mehr würde ich da nicht geben. Das ist also schon Maximum. Mag das auch gerade so am Anfang, also wenn du auch noch lernst, einfach ein Ausschlusskriterium zu sein, dass man sagt, okay, ich muss mir für gerade fürs Üben ein Setup zusammenstellen, wo halt möglichst keine Latenz zu fahren ist, einfach um noch besser zu hören, besser zu fühlen? Ich glaube tatsächlich ist auch, weil die Entwicklung so rasant voranschreitet, dass man da aufpassen muss, auch gerade mit den Sounderzeugern, die fressen immer mehr und Arbeitsspeicher muss einfach fett da sein. Und der Prozessor muss dem Ganzen auch noch den nötigen Saft geben. Ist definitiv ein Thema, dass man sich dann vielleicht, wenn man so Musik macht, dementsprechend, wenn jetzt einer auf Laptop oder so arbeitet, ja, dass er sich da was zulegt, wo er dann auch echt mal guckt, nicht nur die Minimalsystemanforderungen, sonst ist die Enttäuschung nachher groß. Wenn man dann, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen was aufgenommen hat, hast du vier Rhythmusgitarren, ein bisschen Solo dabei, noch ein bisschen Drums, vielleicht programmiert sogar, ist wurscht. Auf jeden Fall sitzen die dann da und denken, oh scheiße, ich habe Aussetzer, tut ja nicht, was ist denn hier los? Oder es verträgt sich vielleicht was nicht, weil jetzt, keine Ahnung, die Software sich jetzt nicht mit dem Betriebssystem d'accord geht oder verträgt. Da sollte man immer ein bisschen Auge drauf haben, weil dann kommt das nächste Update. Also wenn man ehrlich ist, muss man immer ein bisschen Respekt haben, weil es funktioniert nicht immer alles gleich einwandfrei und zwar ist es querbeet bei allen gleich. Ja,
Wo wir gerade jetzt auch bei Einsteiger-Interfaces waren, dann kann ich natürlich nochmal auch das Interface von unserem Partner X.io, also beziehungsweise von IK Multimedia, vorstellen. Das gibt es für 300 Euro. Wurde ja auch extra speziell für Gitarristen konzipiert. Eine ganz witzige Geschichte, es gibt sogar vorne ein eingebautes Stimmgerät an der Front, das finde ich ganz witzig. Und cool. Super, es gilt als Reamping-Box, arbeitet natürlich auch mit den mit Amplitube zusammen. Was ich auch ganz witzig finde, Alex, das musst du uns jetzt erklären, es gibt einen Drehregler zur manuellen Impedanzanpassung. Was ist das? Und ja, immer diese Impedanz, ja. Das Ding ist so, wenn du halt einen Verstärker hast und eine Box dabei. Und wenn jetzt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es jetzt bei dem Gerät ist, aber wenn ich habe schon manche einen Verstärker rauf und sehen, weil da die Impedanz falsch verkabelt worden ist, ja, weil die dann halt einfach nicht drauf geachtet haben. Es gibt ja auch so die Speaker-Simulation als Rack-Einheiten. Da muss man auch immer aufpassen, dass das Richtige da oben eingestellt ist. Das ist halt das Problem, wenn man mit Amps oder so aufnimmt. Das ist halt ein Verstärker, da gibt es Widerstände. Und da muss man halt das beachten. Also, aber Gitarristen, dem muss man das nicht erzählen. Also auch Einsteiger müssen wissen, wenn sie einen Verstärker haben. Ganz wichtig. Bei frischen Verstärkungen ist uns sogar mal passiert, die sind meistens die Röhren noch mit so zum Schutz so Plastiknetzen oder irgendwie sowas behaftet. Und irgendwann spielst du und denkst, irgendwas stinkt hier verbrannt, was ist denn da los? Dann schmort es natürlich alles zusammen. Hat man auch schon erlebt. Ja, ich hatte es aber auch schon erlebt, dass einer falsch eingesteckt hatte und meinte, er wäre am Speaker-Ausgang, war aber dann irgendwie im Loop drin, keine Ahnung. Und dann dachte ich, du, irgendwas raucht hier gleich ab. Das war der Verstärker. Ja, oder auch ein Vorverstärker, den man dann in den Loop reinstecken sollte, auch falsch verkabelt wurde. Man muss wirklich, dafür gibt es ja Anleitungen, Manuals. Die sollte man sich dann doch in dem Fall, wenn man mit elektrischen Geräten zu tun hat und nicht nur eine Software, wo schöne Bildchen sind, sondern echte Geräte zum Anfassen, die auch sogar duften, wenn es schief geht, da sollte man sich doch vorher mal mit beschäftigen. Auf jeden Fall. Ja, cool. Alex, vielleicht zum Schluss kannst du nochmal sagen, wo man dich überall findet, im Web oder auch auf Facebook und wo es deine Bands zu hören gibt. Ja, also eigentlich überall gängig. Wir haben jetzt auch neues Video, drei neue Videoclips raus mit Leaves Eyes. Auf YouTube kann man sich die angucken von Leaves Eyes, Dark Love Empress, Chain of the Golden Horn, War of Kings war das letzte. Das habe ich sogar, ich mache auch Videoclips für Bands mittlerweile, man ist sehr flexibel. Cool. Das habe ich so in Eigenregie auch komplett gemacht, ist echt sehr gut geworden, auch so mit Wikinger, die kämpfen. Ich bin ja privat auch noch Schwertkämpfer und in der Wikinger-Szene aktiv. Ja, ja, ich habe jetzt beim Training hier den Fingerschür gebrochen, der ist ganz schön dick noch. Oh. Vielleicht knackt er auch, keine Ahnung. ja, da gibt es ja diese, ja, ich weiß nicht, ob man es hört, dass die als Bonus war ja diese Doku Viking Spirit noch dabei. Für Leute, die sich dafür auch noch interessieren, außerhalb jetzt von Musik und allem, gibt es auf YouTube schon die ersten zwei Teile mit, glaube ich, insgesamt 13 Episoden, glaube ich, zum Anschauen. Und dann auf Facebook findet man uns, Atrocity und Leaves Eyes, die Official Pages, Instagram, Twitter, also die ganzen Social Medias oder auch die Homepages und das Master Sound Studio gibt es auch auf Facebook und auch auf unserer Homepage. Da kann sich jeder da mal durchstöbern, wenn er möchte. Genau, die Links packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Ja, das würde ich nur sagen, für Bands interessant. Ich habe früher also für Roadrunner Records A&R Talent Scout gemacht. Ich war bei Massacre Records früher
Promo-Marketing-Chef und auch als E&A tätig und habe dann, als ich Studie gemacht habe, trotzdem noch so ein bisschen das in mir gehabt, habe dann so Talente auch immer gesucht, ist vielleicht für neue Musiker oder junge Musiker auch interessant, bis dann für Napalm Records jahrelang gemacht, nachdem ich das für Roadrunner gemacht hatte. Roadrunner war ja das größte Metal-Label seiner Zeit der Welt. Ja. Und habe jetzt eine Zusammenarbeit auch wieder mit Massacre und AFM Records, wo ich dann auch nach Bands schaue, habe jetzt auch ein paar Bands da vermittelt schon. Also das mache ich auch noch, weil ja viele junge Bands und so weiter, die vielleicht gute Ideen haben, denen kann ich sagen, es muss nicht immer alles 100.000% perfekt erstmal klingen. Wichtig sind gute Songs, gut gemachte Lieder und das andere, da kümmern wir uns dann später drum. Ja, das war ein gutes Schlusswort. Sehr, sehr schön. Alex, vielen lieben Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Ich wünsche euch auf jeden Fall mit der neuen Platte viel Erfolg, auch trotz der Corona-Phase. Und genau, ich hoffe, wir sehen uns dann auch mal in Real Life, vielleicht auf ein Bierchen oder so. Das sagen wir ja, ist ja schon fast Tradition, diese Abmoderation. Ne? Ja. Ja, ich hoffe, wir sehen uns tatsächlich in Real Life wieder. Der Corona ist wirklich, also ein ätzendes Ding. Also hat uns bei uns sogar auch noch in die Produktion, in die Charts, in die Videoproduktion reingedonnert. Sachen konnten nicht ausgeliefert werden und so weiter. Also wir haben allein, glaube ich, die Videoproduktion einen Monat verspätet angefangen, weil die in Polen und in der Schweiz waren. Hoffen wir, dass das Ding jetzt mal irgendwann erledigt ist und wir den Winter rum haben, vielleicht nächstes Jahr uns noch durchquälen. Und dass man sich dann wieder auch ganz normal treffen kann, also face to face und nicht nur online. Würde mich auch sehr freuen. Das wäre super, ja. Andreas sagt auch vielen Dank, sympathischer Mensch. Kann ich mich mal anschließen. Vielen, vielen Dank, Alex. Schön, dass du da warst. Ja, genau. Super. Alles klar. Mach's gut, ja? Jo, ciao. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Ja, mega unterhaltsame Nummer, total sympathischer Typ. Und sehr informativ. Also fand ich, sehr viel Spaß gemacht, fand ich. Also ich auch als Gitarrist, die ja auch gar keine Diven sind, wie wir jetzt auch gelernt haben. Ne? Kommt sicherlich immer ganz drauf an, ne? Aber nein, war toll. Hat mir Spaß gemacht. Absolut. So, jetzt begrüße ich euch alle zu Klaus Beetz Gear Corner. Weil ich habe mich überhaupt Klaus null Steinberg vorbereitet. Hab ich was verpasst? Nee, ich habe mich null vorbereitet. Ich habe wirklich in dem Dokument nicht reingeguckt, was heute in den News steht. Deshalb, the stage is yours, sage ich einfach mal nur. Ich guck mal so rein und lese mich in der Zwischenzeit, während du erzählst, rein und stell dann dumme Fragen. Also wie immer eigentlich. Alles klar. So, gut. Fangen wir mal an. Was kam diese Woche raus? Diese Woche kam raus Vital, und zwar ein neuer Software-Synthesizer, wo die meisten jetzt vermutlich erstmal gähnen. Weil am Tag kommen irgendwie 10 neue Software-Synthesizer raus. Das Tolle an Vital ist allerdings, A, er ist kostenlos und B, er ist, das hat man auch schon so auf diversen Seiten und bei diversen YouTubern gesehen, er wird schon sehr, sehr hoch angesehen, weil das Ding ist sehr modern gehalten, wunderbar für Sounddesign von der Benutzeroberfläche. Ein Traum, ich habe ihn gestern Abend angetestet. Also gerade Modulation einfach via Drag and Drop ganz easy einzurichten, ist eine super Sache. Und das Ganze, ja, ist, wie gesagt, kostenlos. Man kann auch Geld dafür ausgeben. Dann bekommt man entweder zusätzliche Presets und zusätzliche Wavetables. Also ist alles eine freiwillige Sache. Und so weiter und so fort. Also im Endeffekt, wenn man damit glücklich ist, kann man den Hersteller damit weiter supporten und die Entwicklung unterstützen, weil ich denke, da ist auch noch ganz, ganz viel sicherlich in der Pipeline dran. Aber wer einen modernen Software-Synth so ein bisschen im Stil eines Serums oder so haben will und der sicherlich auch da in diese Richtung schlägt, der sollte sich Vital unbedingt mal anschauen. Das ist ein sehr, sehr schönes Ding. Ist deine Katze bei dir im Studio? Nee, der Nachbar übt gerade Blasbeats. Der Nachbar ist im Studio. Nein, Katze ist zwar im Studio, aber die schläft in Ruhe. Und unsere Nachbarn, die bekommen gerade ein Dach und da wird ordentlich rumgehämmert. Also, und von daher, ich habe mich zwischendurch eben mal gemutet, aber das kann ich jetzt halt gerade nicht, wenn ich hier durchquatschen muss. Von daher müssen wir mit dem Gehämmer jetzt leben. Okay. So, genau. Dann gab es eine große Kontroverse. Hast du die mitgekriegt, Marc? Ich habe nur am Rande mitbekommen, dass der Behringer Monopoly, ich weiß es nicht,
jetzt verfügbar ist. Aber du hast jetzt hier irgendwas mit einem Swing Keyboard 64 stehen. Richtig, im Hause Behringer ist so einiges passiert. Es wurde auch ein Theremin angekündigt oder ein Theremin. Ja, Behringer hat den Swing angekündigt. Und wenn man jetzt mal sich ein Bild des Behringer Swings, also auch alle, die das nicht interessiert, sollten sich es einfach nur mal anschauen. Googelt mal Behringer Swing, guckt euch das Gerät an und dann googelt mal den Arturia Keystep und guckt euch den mal an. Und dann werdet ihr feststellen, abgesehen von der Farbe und der Art der Potis, sind die Geräte eigentlich 1:1 identisch. Also ich meine, dass Behringer Geräte klont, okay, ne, das kennen wir ja schon. Aber das Ding ist halt eine aktuelle Hardware, die ist seit, wie lange gibt es den Keystep? Ein paar Jahre. Die hat Behringer jetzt einfach mal wirklich geklont. Und das ging halt durch sämtliche Portale durch. Und selbst Arturia hat sich dazu geäußert. Der Chef von Arturia, Frederik Brühn, der hat auch ein Statement sogar dazu rausgegeben, dass es da keinerlei Kooperationen gab, dass da nicht irgendwas lizenziert wurde oder ähnliches. Und ist auch sehr schön, ich glaube, es war auf der Arturia Instagram-Seite, wo einfach nur ein Bild des Swings zu sehen ist und Arturia schreibt unten drunter Seriously? Fragezeichen. Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft und Behringer wird auch wissen, was sie da tun, ohne dass sie jetzt in Grund und Boden geklagt werden. Aber ich fand es schon spannend, dass sie also jetzt wirklich hingehen und eine aktuelle Hardware einfach so mal 1:1 quasi nachbauen. Ob sie auch wirklich so gut funktioniert wie der Keystep, der doch ein relativer Standard geworden ist, gerade so in der Modular-Szene, das muss man sehen, aber er ist natürlich auch mal wieder noch ein paar Euro billiger. Und klar. Das ist doch durchaus kontrovers diskutiert worden. Ja, ich sehe das immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde das natürlich gut, wenn Arturia darauf reagiert und sagt, ja, es gab keine Kooperationen. Aber ich finde, wenn man das dann auch nochmal so selber dann halt pusht, ich finde dieses Seriously, kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob man der Brand Behringer dann halt nochmal eine größere Plattform bietet, ne, mit der Reichweite. Es werden wahrscheinlich jetzt alle sagen, ach krass, okay, den gibt es jetzt auch von Behringer, gucke ich mir mal an. Ne? Das sieht ja wirklich aus wie Arturia, vielleicht ist der ja auch so gut wie Arturia. Ne? Mhm. Und man dann halt vielleicht doch dann darauf zurückgreift. Ne? Das ist jetzt so das Einzige, was mir jetzt sehr marketingtechnisch durch den Kopf geht. Aber du hast ja eben das Theremin schon angesprochen. Hieß das nicht Behremin? Ich glaube, ja. Heißt es nicht Behremin? Also, ja, bin ich jetzt gerade unsicher, aber ich meine, sie sind ja, was die Namensgebung angeht, da immer relativ kreativ. Ja, aber also ich muss sagen, das fand ich tatsächlich ziemlich witzig, muss ich sagen. Das stimmt. Das fand ich mega witzig. Also es war halt so wieder so typisch, es war irgendwie so typisch. Du dachtest, echt jetzt schon wieder irgendwas so und dann aber Behremin ist schon geil tatsächlich. Ja, also, irgendwie das stimmt. Hat es was. Ja, ganz kurz nur zu dem, was du sagtest. Also ob sie jetzt Behringer da noch eine größere Plattform gegeben haben, weiß ich gar nicht, weil also es ist schon sehr, sehr kritisch diskutiert worden, das ganze Thema. Und die sind auch preislich nicht so weit auseinander. Also ich glaube, da sind irgendwie so, ja, vielleicht plus minus 15, 20 Euro zwischen den Geräten. Also es ist jetzt nicht der absolute Killerpreisunterschied. Und da muss man dann halt sehen, am Ende des Tages, welche Hardware besser läuft, wie das Ganze aussieht, ne? Aber es ist trotzdem interessant, wie sich das so entwickelt. Also ob Behringer tatsächlich so die Möglichkeit hat, hinzugehen und aktuelle Geräte einfach zu klonen, ohne dass es man ihnen im Endeffekt da, also ob man ohne was dagegen unternehmen kann. Ich weiß es nicht, wie sowas rechtlich abläuft. Ja, ich bin mir sicher, da werden wir noch einiges erleben. Ja, also richtig. Es kommt auch noch immer darauf an, wie die Patente angemeldet wurden, in welchem Land sie angemeldet wurden, für wie lange das jeweilige Patent dann auch gilt. Da gibt es so viele Unterschiede. Mhm. Da habe ich auch absolut gar keine Ahnung davon. Ne? Ich weiß nur, dass es da regelmäßig kracht, auch zwischen Neumann und Worm Audio, dass es da immer wieder Konflikte gibt. Aber so rein rechtlich bin ich da überhaupt gar nicht im Bilde. Also da würde ich mich auf dünnes Eis bewegen. Genau. Und es war ja auch eigentlich schon mal in den 90ern, Anfang 2000er so, dass Behringer da hingegangen ist und aktuelle Sachen geklont hat. Also ich meine, die alten Mixer, die waren immer so ein bisschen an Mackie angelehnt. Dann hatten sie mal so eine, so eine Tretminen-Serie, die schon sehr nach Boss teilweise aussah. Aber es waren, glaube ich, optisch noch nie ganz so krass wie jetzt. Und jetzt hatten sie eigentlich so ein bisschen diesen Lauf, dass
dass sich viele Freunde gemacht haben, indem sie nämlich alte Hardware, die es so nicht mehr gibt oder wo die Hersteller auch kein großes Interesse hatten, also jetzt beispielsweise Geräte von Roland oder von Herstellern, gerade im Synthesizer-Bereich, die halt überhaupt nicht mehr existieren, dass sie die geklont haben und im Endeffekt für einen guten Preis dann Leuten die Möglichkeit gegeben haben, alte Hardware neu zu erleben. Und jetzt kommt dann halt sowas. Und ja, ich möchte jetzt gar keine Wertung dazu abgeben. Ich bin gespannt, was passiert, echt. Weil ich glaube, damit haben sie schon irgendwie so einen neuen Schritt getan. Ja. Weißt du, was ich mir für die Jubiläumsausgabe nächste Woche überlegt habe? Alkohol trinken? Nee. Eigentlich müssten wir jemanden von Behringer einladen, jemanden von Steinberg und dabei Alkohol trinken, ja. Das wäre super. Lass uns das machen, ja. Das wäre super. Das wäre eigentlich ganz witzig, weil ich glaube, das sind die beiden Brands, die bei uns im Podcast am häufigsten vorgekommen sind. Ja, stimmt. Lass uns das machen. Okay, haben wir sonst noch was zu besprechen? Weil ich glaube, wir sind jetzt auch schon am Schluss. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin durch. Was meinst du? Hast du noch genau, was? Genau, ich habe auch nichts Spezielles noch. Genau. Ansonsten, ja, nochmal vielen, vielen Dank an Inka und Multimedia. Denkt dran, Amplitude 5 erscheint demnächst mit allem neu und allem besser. Das muss ich jetzt leider als Nicht-Gitarrist so sagen. Ich kenne Amplitude nur als Sounddesign-Tool. Hab's da auch ein bisschen eingesetzt. Bin leider nicht ganz so erfahren damit, wie jetzt beispielsweise mit Guitar Rig, aber im Endeffekt, wir hatten ja auch in der letzten Sound-Recording-Ausgabe einen Bericht darüber, wie man Guitar Rig im Sounddesign einsetzt. Und auch wenn Amplitude nicht so ganz diese Modulationsmöglichkeiten hat wie Guitar Rig, im Endeffekt allein schon das Verzerrerspektrum darin ist so riesig groß und du hast ja diesen ganzen Custom-Shop daran angeschlossen, wo du dir halt zig Emulationen von bekannten Geräten nochmal zusätzlich erwerben kannst. Also gerade, wer beispielsweise hingeht und sagen wir mal, seine Synthesizer verzerren möchte und da dann nochmal ganz spezielle Geräte braucht, für den ist Amplitude wahrscheinlich eine super Fundgrube, einfach weil es da halt das spezielle Gerät dann nochmal als Software-Emulation käuflich zu erwerben gibt. Also unbedingt mal reinschauen und auch halt auch die neue Amplitude 5-Version dann mal im Dezember abchecken. Genau. Und dann natürlich auch jetzt nochmal für die Studioszene registrieren. Also am 11. und 12. Dezember findet die virtuelle Studioszene statt. Genau. Ihr könnt euch unter studioszene.de kostenlos registrieren und dann halt die Workshops und Talkrunden mit unter anderem Michael Brauer, Silvia Messi, Wolfgang Stach, Hans-Martin Wurf, Henning Verlage und vielen, vielen weiteren Referenten besuchen, erleben. Und wir werden natürlich auch wieder dabei sein. Und nochmal der Hinweis: Die ersten 25 Teilnehmer erhalten das Buch von Hans-Martin Buff, also Musikproduktion in 3D-Audio für Kopfhörer, der vor 2 Wochen bei uns auch zu Gast war. Gratis dazu und jeder bekommt eben auch ein digitales Mini-Abo von Sound and Recording, was bedeutet, ihr bekommt die nächsten 3 Ausgaben in digitaler Form. Sehr cool. Aber guck mal, jetzt müssen wir auch sogar vielleicht ein bisschen live mithelfen. Hier, schau mal, Andreas schreibt, wo genau kann man sich bei Studioszene registrieren? Find da nichts. Ja, da muss ich meiner Kollegin mal nochmal auf die Füße treten. Also sie hat mir gesagt, eigentlich gibt es den jetzt. Werden wir gleich dann nochmal einrichten. Ich gucke alle mal live dabei. Also ich gehe auf studioszene.de. Und da ist noch nichts. Da ist tatsächlich noch nichts. Nein, richtig. Was ist da los? Oh, da muss ich nochmal gucken hier. So. Also auf jeden Fall bald. Also wer das jetzt im Real Life hört, dann es wird jetzt gleich online sein. Genau. Marc, alles klar. Gleich direkt mal ein bisschen muss ich mal mit der Axt rumgehen. Genau, mit dem Ex. Ja, das würde ich sagen, dann war es das für heute von uns. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören oder Zuschauen. Folgt uns dort, wo ihr uns sowieso schon hört. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder bei der Jubiläumsausgabe. Genau. Vielen, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank an Alex. Hört euch seine Bands Sleeps Eyes und Atrocity an. Gerade Atrocity, wenn man morgens mal nicht aus dem Bett kommt, dann sitzt man senkrecht, wenn man die Jungs gehört hat. Macht echt Spaß. Und ja, vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Okay, ist auf jeden Fall wach. Bis nächste Woche. Macht's gut. Macht's gut.